Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück zu Uncharted 1, Drakes Schicksal. Wir sind letztens hier auf der deutschen U-Boot stehen geblieben. Richtig deutsch. Da unten ist Sully und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rein. Wir sind Tetanus geimpft, haben wir ja, oder wurden wir ja gefragt. So, schnacken wir nicht lange rum, gehen da direkt rein. Ich hab Bock drauf. So, und hops. Okay, bin drin. Was siehst du? Die Jungs wurden übel zugerichtet. Hier ist überall Blut und Suppe. Was? Die Suppe. Man kennt's. Und weiter geht's. Ja, was ist in den U-Boot drin, ne? Das ist die Frage. Na, wo kommt die denn her, mein leicht verwester Freund? Alle mitzunehmen, ne? Ich glaube, die Spur ist wieder heiß geworden. Wie das? Tja, hier liegt ein Typ mit jeder Menge spanischer Münzen. Aber die Prägung darauf habe ich noch nie gesehen. Du machst Witze. Anscheinend wussten die Jungs mehr als wir. Statt da alle mitzunehmen, mit einer Münze, Goldmünze, die keine Prägung hat, nicht bekannte Prägung hat. Weißt du, was das wert ist? Auch wenn es nur ein paar Tauis sind, bloß eine Münze. Mitnehmen! Er nimmt nur eine mit! Idiot! Agua. Jetzt sind wir ein bisschen schwimmen. Das Walkie-Talkie geht natürlich weiterhin. Ist natürlich wasserdicht. Was denn dann auch sonst? Gemütlich. Ja, also ganz ungemütlich ist es hier auf jeden Fall nicht. Wenn es sich, denke mal, frisch wäre, wäre es echt ganz bequem drin. Bin jetzt in der Kajüte. Weißt du was? Der Captain auch. Was soll das denn heißen? Er ist ermordet worden. Oder besser gesagt zerfetzt. Was für ein Abgang. Klingt furchtbar. Durchsuche ihn. Wie einfühlsam, Sully. Ich lieb's. Das gibt's doch nicht. Was gefunden, Kleiner? UK-2642. UK. UK. UK-2642. Bingo. Alles klar bei dir? Sully, das wirst du nicht glauben. Lass hören. Ich glaube, ich habe die fehlende Seite. Nicht im Ernst. Anscheinend haben Drake und die Deutschen den gleichen Schatz gesucht. Hier ist die Karte, die uns genau ans Ziel führt. Nate, wir dürfen nicht wieder falsch liegen. Diesmal muss was rausspringen, sonst... Sonst was? Sully? Bist du da? Sullivan! Was ist dann los, ne? Warum bricht er auf einmal in Kontakt ab? Ja, creepy ist es schon hier ein bisschen, keine Frage, ne? Oh, und nicht, nicht! Das ist wohl nicht gut.
Mist! Freunde, Sully? Gabriel Roman. Ich weiß genau, wer du bist, Dreckskerl. Wo bleiben die Manieren? Wir sind geschäftlich hier. Los, darüber. Langsam. Hoch mit den Händen. Ja, schon gut. Ihr Freund schuldet mir viel Geld, Mr. Gray. Sehr viel Geld. Und als er mir sagte, dass sie zwei etwas gefunden hätten, den Fund ihres Lebens, sagte er, war ich fasziniert. Aber große Töne hat er schon früher gespuckt, nicht wahr, Victor? Es ist immer das Gleiche mit ihm. Immer dasselbe Geschwätz. Mann, redet er immer so viel? Nicht so heftig, Navarro. Tja. Ich fürchte, wir müssen jetzt leider gehen. Es sei denn, Sie hätten etwas dort drin gefunden, Mr. Drake, das uns für die Unannehmlichkeiten entschädigt. Er verarscht dich, Nate. Sie wissen alles. Gib ihm die Karte. Langsam. Was hat die Kriegsmarine mit Eldorado zu tun? Meinst du, das wäre ein Zufall? Die Deutschen haben auch den Schatz gesucht. Damit hat diese Karte zu tun. Sind wir quitt? Vorerst. Nur für den Fall, dass sie vergesslich sind. Hey, langsam. Lassen Sie. Hey, hackt ihr nicht immer erstmal einen Finger ab oder so? Das hat keinen Stil. Nein, das hier wird ihm mehr wehtun. Wow, 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 kommen Sie, Roman. Er hat nichts damit zu... Sully! Sully! Hast du Dreckskerl? Ah, da hat Sully erwischt. Da hat Sully erwischt. Und wir uns auch gerade, warum auch immer. Ja, da hat Sully erwischt. Da hat's ihm erwischt. Müssen wir ohne ihn weiterreißen. Das Einzige, was uns übrig bleibt, Flucht. Und das tun wir ja auch. Was zum Teufel machen Sie hier? Denken Sie, ich wäre zu blöd, um zwei bekloppten Grabräubern zu folgen? Er ist hier lang. Ich funke voraus. Na, es gibt nur noch einen Grabräuber. Sully ist tot. Was? Ja, und wir auch, wenn wir nicht hier verschwinden. Oh Gott, tut mir leid. Bitte sagen Sie, dass Sie eine Waffe haben. Ja, natürlich. Oh, danke. Na gut, dann los. Ja. Ein Grabräuber weniger. Das ist unrichtig. Zack! In Schwer müsste man sich richtig den Arsch aufreißen, weil es sehr schnell zu Ende gehen kann hier. Immer schießt jemand auf dich. Die schießen ja, auf uns beide, drin? Oder? War da nicht gerade noch jemand? Ah, ja, da ist er doch. Was dann wohl? Ja, für dich war es das, Captain. Da ist er! Wie, das war kein Headshot. Ah, jetzt hat. Ruhe. Oh, und die Pistole, die wir gerade spielen, ist tatsächlich mit einer der stärksten, wenn nicht sogar die stärkste gefühlt. Da drüben! Oh Gott. Fast tot. Ja, die Sense muss ich noch ein bisschen anpassen. Die muss ich noch ein bisschen anpassen. Gut, Feierabend. Elena, hat die jetzt eine Pistole in der Hand? Ja, ja, hat sie auch, okay. Aber ich glaube, auf der normalen Schwierigkeit schießt sie gar nicht mit oder fast gar nicht mit. Zusammenbleiben. Er ist hier. Und ja, ich bin sein Mensch. Gleich nachladen.
Es ist auch der Grund, warum ich in Shootern sehr oft und schnell sterbe. Lange Geschichte. Später. Und wir müssen erstmal Lehnen rauskommen, ja. Muss ich Nate zustimmen? Hey! Ja. Ja, er muss grüßen. Richtig. So. Okay. Dass die meisten jetzt schon mit zwei Schüssen sterben, ist natürlich noch super. Am besten natürlich noch mit Kopf schießen. Aber die Trophäe habe ich ja eh schon für die 250 Headshots. Und am präzisesten und besten ist einfach die Pistole. 40 Kugeln, leider geht nicht mehr. Langweilig wird's nie, was? Nie. Bleiben Sie in Deckung. Die Typen meinen es ernst. Mit Nathan Drake wird's nie langweilig. Bis auf ein, zwei Kapitel im D-Teil und ein, zwei Kapitel im Dreierteil und ein Kapitel im Viererteil wird's nie langweilig. Nie. Nie. Hey. Oh, ja. Ich warte schon auf das Orange-Jing. Das ist immer das Beste, wenn man dann gegen die Piraten spielt. Ha! Wahnsinn. Bulle! Tut das weh, Orange-Jing. Schön mit zwei Kugeln. Eine Kugel. Ich weiß zwar nicht, wo ich da jetzt am Kopf war, aber nehme ich mit. Los geht's. Hier lang. Hopp. Hier schmeißen die wenigstens nicht gleich mal Granaten. So. So, sehr schön, erledigt. Mitnehmen. Pistole, Bestwaffe, sage ich. Also die Pistole zumindest. Die AK, die ist wirklich nicht das Gelbe vom Ei. Ich versuche immer hauptsächlich mit Pistole zu spielen. Bleiben Sie bei mir. Weil wir natürlich auch kein Gürtel und sowas haben. Und nicht die meisten Stummgewehre, außer die M9 aus dem Dreierteil und die M4A1 aus dem Zweierteil. Mag ich wirklich. Zack. Mach doch! Nein, nicht so stumm sterben, bitte nicht! Nein! So. Nochmal. Lass sie nicht durch! Gottes Willen. Ich wusste gar nicht, dass die so gut waren. Hier drüben, glaube ich. Ja, hier lang. Ja, geht schon mal zum Auto. Also ich weiß, dass beim Schwer warst, nach zwei, drei Kugeln warst du schon tot. Aber selbst normal? Krass. Sind sie überall so beliebt? Ja, irgendwie scheine ich den Abschaum anzuziehen. Tut mir leid. Kein Problem. Ist Ihr Gedächtnis gut? Ja, wieso? UK-2642. Haben Sie das? Ja, was ist das? Koordinaten der Kriegsmarine. Ich glaube, es ist das Versteck von Eldorado. Eldorado? Das Problem ist, die Mörder von Sully wissen das auch. Mist! Wenn Sie den Schatz gefunden haben, brachten Sie ihn sicher auf diese Insel. Und Drake folgte Ihnen. Und worauf warten wir dann? Ich krieg die Story und Sie kriegen, was auch immer Sie eben suchen. Ja. Na los! Hey, das ist hier kein Ponyhof, klar? Ich kann schon auf mich aufpassen. Außerdem schulden Sie mir was. Schätze, das tue ich. Wir folgen der Spur des Schatzes von Eldorado und sie führt hierher, auf diese kleine Insel mitten im Pazifik. Sehen wir sie uns mal an. Und hoffen, dass wir die Ersten sind. Warten uns die Ruinen einer alten Kolonie und spanisches Gold? Oder warten auf dieser Insel dunklere Geheimnisse auf uns? Der erste Vlog, sag ich. Sowas schaltet keiner mehr weg. Was zum Teufel war das? Flugabwehrfeuer? Das ist nicht witzig! Wir brennen! Weg mit der Scheißkamera! Wir müssen springen! Springen? Gibt's hier überhaupt... Ich liebe ihn. Ich funktioniere die noch. Das werden wir gleich wissen. Hast du das schon mal gemacht? Na klar. Du, sprich.
bis fünf und ziehst die Leine. Jetzt los! Kommst du auch? Bin zu beschäftigt. Mach schon. Ich freue mich jetzt schon, was drauf kommt. Ich muss mich so zusammenreißen, mich gleich vor Gelächter loszulachen. Was mache ich hier? Okay. Man springt raus, zählt bis fünf und zieht die Leine. Kann doch nicht so schwer sein. Oh, verdammt! Sorry. Eins, zwei, drei, fünf. Oh Mann. Fremde wollen mich töten. Die Karte liegt im brennenden Flugzeug. Kapitel 4. Ist weg, Absturz. Fängt ja gut an, Nate. Warum kann ich nicht in den Fotomodus? Jetzt. Wow. Ja. Und an der Sinne, oder an den Sinne eher gesagt, würde ich dann sagen, das war's dann wieder für diesen Part. Und ja. Dann sage ich nur noch, mach die Scheißkamera weg! 1, 2, 3, 5! Und wir sehen uns beim nächsten Mal, bei was auch immer ich mache. Bis dahin, Dankeschön fürs Reinschauen, reingehen und wieder schauen und bye bye.